Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 1. Wir hatten vor, die Prüfung des Vertrauens jetzt abzulegen, diese Runde. Also die Aufnahme von Diego. Warum hängt der Mord denn? Ist das der Mord? Den haben wir doch gerade zusammengeschlagen, letzte Folge am Ende. Manche halten mich ja für einen Der hat genug. Der hat genug. Ich will den looten. Ah, zack, alle Sachen weggenommen. Tschüss. Idiot. Also, neuen Speicherstand machen wir auf, neue Folge 009. Ich will immer mit dem Numpad schreiben, aber das funktioniert hier nicht. So, also, da, Prüfung des Vertrauens. Also, Diego hat mich zur alten Mine geschickt. Dort soll ich von einem Mann namens Ian eine Liste bekommen. Okay. Dann, okay. Okay, okay, die Karte haben wir auch schon. Also, gucken wir mal eben auf den M. L, N, wie kriegen wir die Karte denn auf? Wenn wir in der Einstellung gucken. So, Tastatur. Inventar. Ach, wir müssen die im Inventar öffnen, die Karte. Stimmt. Fällt mir jetzt gerade ein, wir müssen die hier so öffnen und dann so müssen wir da drauf gucken. Da oben müssen wir hin, da sind wir schon fast auf dem richtigen Weg. Über die Brücke und durch den Wald. Schon gut, schon gut. Was? Hey Mann, du hast mich geschlagen. Was sollte das? Ich schlag dich gleich nochmal. Ich stehe auf Schlagen. Mann, was bist du denn für ein Freak? Mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Danke. Jawohl, das hat geholfen. Gut. Haben wir den Vollidioten jetzt erstmal endlich von der Backe. Endlich, endlich, endlich. Also, wir müssen hier aus dem Tor über die Brücke und links durch den Wald. Und dann kommen wir dazu der alten Mine. Also da müssen wir auf jeden Fall, wenn wir da gegen das eine oder andere kämpfen müssen. Wir haben noch Sachen dabei. Volles Leben. Unser neues Schwert. Wäre natürlich echt mal Zeit, dass wir eine Rüstung oder so bekommen, auch wenn die nur ein bisschen was bringen würde. Dass wir nicht vielleicht so getu-hittet werden, sondern vielleicht erst mit 3 Schlägen oder so. Das wäre natürlich schon mal willkommen. Also das würde mich schon freuen. Und hier haben wir die Gardisten, die hier draußen Wache stehen. So, hier haben wir noch Pflanzen. Zack, ansonsten haben wir halt wirklich nur noch erstmal die großen Quests. Zum Beispiel auch da, warte mal, muss man ja gucken nochmal eben auf die Karte. Ist da auch irgendwie, ach so, ich drücke auf Enter, ist ja, kann ich nicht auf Enter. Sind die anderen Lager auch, weiß gar nicht mehr, wo die überall sind. Also wirklich gesagt, ich habe das Spiel gespielt, aber ich weiß so gut wie gar nichts mehr. Das merkt man ja auch so ein bisschen und das ist auch, finde ich, für mich, finde es eigentlich mega cool, weil es wirklich ist wie Blind und es ist einfach wieder das Spiel so neu erleben, ist einfach mega cool. Da hinten sind Scavenger. Und fliegen. Hier haben wir einen Mallrat. Den wollen wir auf jeden Fall haben. Jawohl, Stufe aufgestiegen. Wieder 10 Erfahrungspunkte. So, der Wald ist ganz schön düster. Ich speichere mal eben, ich will da hinten mitkämpfen. Vielleicht kann ich mir den einen oder anderen davon, weil wenn die sich selbst töten von alleine, kriege ich dafür keine Erfahrung. Aber vielleicht kann ich davon den einen oder anderen umlegen, dann kriege ich die. Oh, komm her, du Penner. Nice, wir haben alle gekriegt. Super. Weil, wenn die sich killen, kriegen wir halt die Erfahrung dafür nicht. Und das finde ich ein bisschen schade. So, zack, aufnehmen. Zack, aufnehmen. Zack, aufnehmen. Da hinten sind noch mehr Viecher, aber vorher speichern. Man weiß nicht, was hier hinter der Ecke steht. Also kann ja gleich steht da so ein Ork oder so um die Ecke, der uns direkt so über die halbe Map schlägt. Aber es sieht ganz gut aus. So, dann machen wir die beiden auch noch weg. Sehr gut, das gibt immer schöne Erfahrung. Schnelle Erfahrung. Und die sind ja wirklich noch nicht stark, die Viecher. Klar, die haben ihre, die sind an, je nachdem sind die ein bisschen mies. Aber es geht, aber ich muss auch, glaube ich, wenn wir jetzt ein bisschen mehr kämpfen, die Lautstärke mal ein bisschen noch runterstellen, ne? Audio. Musik. Das ist ja nicht die Musik, das ist ja, beides, aber wenn ich jetzt beides runter... ja, ich mach's mal einfach so. Aber bevor ich das jetzt leiser stelle hier, dann kann ich auch einfach das Mikro quasi lauter machen. Also... Wir gehen jetzt hier nicht den official Weg, den wir eigentlich gehen sollten. Man sollte nicht den Weg verlassen, aber hier sind gerade so viele Pflanzen und Viecher noch. Man muss sich halt nur umgucken, ob das jetzt wirklich nur die beiden Scavenger sind.
Nicht, dass da jetzt noch... Da ist noch eine Fliege, die haben wir übersehen. Die holen wir uns auch noch. Und dann gehen wir da durch den Wald, die Scavenger auch noch holen. Wie viel Erfahrung brauchen wir denn zum nächsten Level? 1300 noch. Das läppert sich schon. Da vorne ist auch noch eine Fliege. Nice. Hallo? Zack, erwischt. Aber die gibt auch, sie sind auch mies, die Viecher. Deswegen geben die auch 70 Erfahrung. Das ist schon ganz schön viel. So, da haben wir noch eine. Nice, die haben wir direkt bekommen, bevor die Argo richtig machen konnte. Da haben wir sie direkt schon erwischt gehabt. So, sehr schön. Ja, ich bin feige Wurst und speicher viel. So, gehen hier vorne mal eben auf den Weg. Damit wir auch den Weg finden zur alten Mine hin. Aber jetzt haben wir schon mal schön einige Viecher weggeklatscht. Schön ein paar hundert Erfahrungspünktchen sammeln können dadurch. Das ist doch gut. Da oben sind auch noch Scavenger. Uns auch, weil wenn wir die jetzt irgendwann killen und je nachdem, welches Kapitel man erreicht oder so, wir sind ja momentan in Kapitel 1, werden natürlich Monster und so gerespawnt. Und bis dahin sollte man natürlich so viel Erfahrung wie möglich gesammelt haben. Also eigentlich alle Viecher abgeknallt, also alle Viecher gekillt haben und dann, wenn die neuen gespawnt werden, sich um die dann kümmern. Wir looten die gleich. Man kann die hier ganz schön rauspullen. Also man sieht ja, jetzt hat der die Argo von uns. Vielleicht stürmt der los. Und dann, die kann man wirklich sehr schön aus den Massen rausziehen. Zack. So, jetzt können wir den letzten, auf den können wir so drauf gehen. Oh, Leute, hat uns mal erwischt. Geil, zack. Kann man jetzt genug Fleisch von dem bekommen. Wir müssen das mal braten. Ich weiß noch nicht, was wir dazu brauchen, um das zu braten, weil ich irgendwie nicht an die Stellen dran kann. In Gothic 2 weiß ich, dass man dafür eine Pfanne braucht. So, zack. Wir futtern jetzt mal was. Hier so ein paar Beeren. Zack, rein damit. Wir haben 50 Fleisch nämlich. Wenn wir das mal braten würden, das wäre natürlich ziemlich cool. So, zack, speichern. Die Erfahrung für die haben wir auch wieder. 200 Erfahrung haben wir da gekriegt. Das geht doch ganz gut. Ist ganz, hier haben wir oben noch irgendwelche Viecher auf der. Da hinten ist was, aber das ist ein Wolf. Und einen Wolf kriegen wir nie im Leben. Aber da ist auch noch eine Höhle hinter. Komm, wir versuchen den Wolf. Das ist noch ein Wolf. Gucken, ob wir einen davon angepult bekommen. Ich muss es ausprobieren, aber die Wölfe sind, glaube ich, schon ziemlich stark. Oh, lol. Lol, wir haben ihn bekommen und man sieht auch schon, der gibt 90... Jawohl! Boah, nice, perfekt, ey. Das ist super gut gelaufen. So, bei denen können wir nichts looten, weil wir das nicht gelernt haben. Also da müssten wir jetzt Felle abziehen lernen oder Zähne ziehen oder sonst irgendwas so, ne? Krallen abnehmen. So, gespeichert haben wir. Jetzt drück mal die Waffe. Ich weiß nämlich nicht, was hier los ist. Gar nichts. Toll, nichts drin? Nicht mehr irgendwie eine Waffe auf dem Boden rumliegend oder so? Naja, wenigstens haben wir da 180 Erfahrung mit der. Also 190 gegeben, das ist schon echt viel. So, dann können wir auch weiter hier den Weg entlang. Nice, also der Weg zur Mine gibt uns auf jeden Fall ziemlich viel Erfahrung. Da ist noch ein Wolf. So, speichern. Zack, weil ihr habt gesehen, die springen einen nämlich so heftig an und da muss man echt darauf achten, dass man genau in dem Moment den Schlag trifft, weil sonst ist es echt ich glaube, der einen Hit oder zwei, dann sind wir Ende. Nice, perfekt, auch wieder. Wir haben ihn genau richtig getroffen immer, dass er uns an uns nicht ran konnte. Super gut. Haben wir gleich sogar fast das Level schon dadurch geschafft. Können wir mal reingucken. Naja, nur noch 700. Fehlen uns 700 Erfahrung nur noch. Dann haben wir das nächste Level schon. Dann haben wir auch gute Erfahrungspunkte. Ich weiß nur noch nicht, wofür ich die ausgeben soll. Ob wir sowas wie Zähne ziehen und Felle machen und so mal lernen sollen. Dafür brauchen wir aber auch erstmal Erz. So, die Beere ist hier. Da ist eine Fliege. Lol. Bist du auf dem Highway, Junge? Fliegt hier an uns vorbei, als wenn der es eilig gehabt hätte. So, die Flügel mitnehmen, die kann man verkaufen. Kommt hier einfach so an uns vorbeigeschossen. So, die Pilze mitnehmen. Zack. 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 Den Pilz darfst du auch mitnehmen, danke. Vorne haben wir noch ein Pflänzchen, da hinten ist auch noch was in der Höhle drin oder in dem Durchgang hier. Und ich habe keine Uhr gestellt, ich weiß also nicht, wie lang die Folge wird.
So, speichern. Ich weiß nicht, was hier drin ist und was das ist. Ob das ein Durchgang ist oder eine Höhle. Ziehen. Ah, okay. Da sind zwei von diesen Mallrat, oder wie sie heißen. Zack, bekommen wir die. Auch wieder 100 Erfahrung. Sehr schön. Und Fleisch. Das ist nämlich richtig gut bei denen. Die geben richtig viel Fleisch, so wie die Scavenger auch. Die haben schön zwei Fleisch. Ah, wir haben was gefunden. Hier ist anscheinend was kaputt gegangen. Krug. Einigen Plunder. Noch ein Bierchen. Nein, ich hab mich verklickt. Ich bin so schlecht. Es tut mir leid. Laden. Scheiße, das ist nämlich das Problem. Man muss bei dem Spiel aufpassen, dass man nicht zu schnell klickt. Das tut mir echt leid. Spiel laden. Wir müssen die eben nochmal neu killen. Weil das darf auch einem nicht passieren, dass man aus Versehen den richtigen Speicherstand überspeichert. Wenn man statt speichern auf laden, also anstatt auf laden auf speichern klickt, wenn man tot ist. Das ist mir auch schon einige Male passiert, dass ich dann wirklich den Speicherstand aus Versehen überspeichert habe. Und dann, ja, kann man das nochmal alles machen. So, also, erstmal futtern. Wir haben jetzt ja gerade ganz schön viel Damage bekommen. Noch was rein, noch was rein. Klar, mit jedem Level, das wir auch aufsteigen, kriegen wir natürlich auch mehr Lebensenergie. Weil normal ist der immer direkt auf Speichern. Ich weiß nicht, warum der gerade auf neuem Spiel war. So, aber das haben wir jetzt auch. So, weiter geht's. Können die Sachen hier nochmal mitnehmen. Krug. Bierchen, Schüssel. Sind zumindest Sachen, die man verkaufen kann. Weil einen Trank kann man noch gebrauchen dann natürlich. So. Nachtschatten, die Kräuter sind natürlich auch. Die haben auch alle noch so, die man für Tränke benutzen kann. Die kann man aber auch so futtern. So, hier haben wir noch einen Scavenger alleine. Da hinten sind noch drei Stück. Sehr schön, das sind wieder sechs Fleisch, aber hier oben waren auch noch welche in der Ecke, oder nicht? Die wir vorhin gesehen hatten, oder waren das die, die jetzt da auf der Lichtung stehen? Ja, ist jetzt die Folge, kämpfen wir ein bisschen viel und machen die Viecher platt, damit wir die Erfahrung bekommen. Wie gesagt, falls wir da ein neues Kapitel kommen, werden die Viecher neu gespawnt. Oh, hier sind aber viele Fliegen, aber das sind jeweils 70 Erfahrungen. Die kann man eigentlich auch pullen. Das ist halt erstmal nur eine von einer, die Agro bekommen. Da haben wir von einer die. Die da, die visiert uns schon an. Oh, da hinten ist ein Lurker. Seht ihr den? Der ist da hinten schon angedeutet. Sichtweite ist ja nicht so weit. So, den ersten haben wir. Aua! Lauf! Mama! War das knapp? Boah, die hatte schon die Agro von uns. Haha, wir brauchen was zu futtern. Dringend. Schinken, rein damit. Zack, Beere, rein damit. Was haben wir hier? Orkblatt, Lebensenergiebonus. 22, die sind natürlich ganz gut, die geben relativ viel. Wenn wir jetzt mal vergleichen mit so einem Stück Fleisch oder so, was es 10 gibt. Speichern, genau, zack. So, aber die Erfahrung ist natürlich sehr nice. Den holen wir uns jetzt hier auch noch. Dann sehen wir auch den Lurker da hinten, guckt euch den mal an. So, und mit dem brauchen wir uns auch nicht anlegen, der schlägt uns so kaputt. So, von den Viechern natürlich die Flügel mitnehmen. Da oben sind noch die Scavenger, die wir vorhin gesehen haben. So. Zack. Zack. Speichern. Zack. So, und die da oben, die holen wir uns jetzt auch noch. Sind auch wieder zwei oder drei sind das? Zwei, ne? Da hinten ist auch noch eine Fliege, sauber. Wir holen, machen den Wald hier erstmal leer. Sind Ungeziefer weg. Ah, wir haben den Toten geschlagen. Ich wollte gerade sagen, warum hält der so viel aus? Aber wir hatten noch von dem Toten, der da auf dem Boden liegt. So. So, zack, jetzt können wir es. Von dem haben wir noch geschlagen. So, jetzt haben wir schon wieder so viel Leben verloren. Also ziehen wir uns immer noch so eine Pflanze rein. So, da hinten sind die anderen. Gucken wir mal, ob hier sonst noch was rumkreucht, fleucht oder rumliegt. Hier unten sind wir durchgegangen. Das ist natürlich sehr gut für uns, dass hier am Anfang noch keine starken Viecher sind, vor denen man arg aufpassen muss. Du scheiß Viech, aber dafür Stufe aufgestiegen, yay. Nice. Vorne ist noch ein Mallrat. Da hinten sind noch Scavenger. Wir müssen wieder was futtern. Ich denke mal, wir werden mal Fleisch fressen, auch wenn es roh ist. Zack, rein damit. Zack, rein damit.
Davon haben wir am meisten. Und wenn wir mal, muss ich mal gucken, wie man das beraten kann. Spiel speichern, den Mallrat holen wir uns noch und dann holen wir uns da hinten die Scavenger auch noch. Weil wenn wir jetzt mal gucken, wie viel wir brauchen jetzt für die nächste Stufe 2000. Also das ist schon richtig viel. Da ist ein Loch. Okay, das war aber das, wo wir gerade unten durchgegangen sind. Nice, zack, den haben wir auch schnell weggemacht. So, wollen wir jetzt nicht speichern für den einen eben. Oh, 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 da ist ein Snapper. Also da müssen wir, da können wir jetzt nicht hingehen. Also es sind so, quasi wie so T-Rex. Die schnibbeln einen auch weg. Also das weiß ich von Gothic 2, da sind die richtig, richtig stark. Und dann werden die hier wenigstens genauso stark sein. Also holen wir uns jetzt hier noch die Scavenger. Ich hab den Fokus auf den falschen. Boah, das war aber auch knapp, weil der Fokus auf dem hinteren war. Dann konnte man den vorne nicht treffen. Oh, mitnehmen, das werden wir auch gleich alles futtern direkt. Müssen wir nämlich. So, wir haben wieder ganz schön Leben verloren. Die Snapper, die brauchen wir gar nicht versuchen da hinten. Könnt ihr schon mal von hier angucken, könnt ihr euch schon mal in die Hose machen. Also da brauchen wir auf jeden Fall mehr, um uns den gegenzustellen, wenn wir schon gegen so Hütchen hier quasi sterben. Vor allem sind da mehrere. So, aber das ist super gut, dass wir jetzt so viele Viecher abgeschlachtet haben. So viel Fleisch bekommen haben, also war echt Schlachtfest hier heute. Und ihr werdet echt gerne wissen, wie lang die Folge ist. Ja, wir machen jetzt noch 2 Minuten, dann mache ich dann einen Cut. Dann wird das schon lang genug sein. Ist wahrscheinlich mega lang jetzt gleich, die Folge. Weiß ich nicht, ich kann das schlecht einschätzen gerade, weil bei dem Spiel habe ich so echt Zeitverlust. Gucken wir mal eben auf die Karte, wie, ob wir jetzt hier überhaupt richtig sind. Das kann ich euch nämlich nicht sagen. Ja, wir sind fast da, genau. Die rechte Abzweigung müssen wir hoch. Aber da vorne sind noch ein paar Kollegen. Sollten die eigentlich pullen, dass wir nicht... Aber ich werde schon ein bisschen übermütig, merkt ihr. Und deswegen kassieren wir auch so viel. So, zack. Nice. Was wir auch lernen müssen, ist Schwertkunst. Also, dass wir wirklich mit der... Den hatten wir schon gelootet. Zack. Dass wir besser mit dem Schwert umgehen können. Weil wir dann wirklich auch viel, viel mehr Moves drauf haben. Also, die... So, und da kann man so Ketten machen, wie man dann halt hintereinander schlägt. Wenn man das richtig timet. Und dann kriegt man natürlich mehr Damage, Output und besser kann man da kämpfen, als jetzt momentan mit dem Rumgekrüppel hier. Also, sage ich mal, bis zur nächsten Folge. Ich mache jetzt hier einen Cut. Entschuldige mich, wenn sie jetzt zu kurz wird, die Folge. Aber wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir die alte Mine betreten. Und bis dahin, ciao, ciao, Leute.